Aber jetzt kommt das nächste Problem, was ihr Dropshipping General Store Leute alle habt. Hi, mein Name ist Apo, so wie auch auf meiner Print-on-Demand-Tasse steht. Und meine Expertise werde ich heute dafür nutzen, um euren Shop komplett zu analysieren. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, ich bin ein sehr ehrlicher E-Commercer und ich werde absolut keine Rücksicht auf eure Gefühle nehmen und auf eure harte Arbeit, die ihr in einen Shop investiert habt. Denn ich möchte, dass ihr Umsatz macht. Und dafür bin ich da, um den Umsatz im deutschen Onlinehandel zu pushen. Den Shop, den wir heute mit dabei haben, ist der Shop, oder der heißt Gadgets24. Der Name impliziert schon, dass es ein General Dropshipping Shop ist, den man auf keinen Fall in keinem Universum der Welt noch jemals branden kann. Das heißt, ich würde dir erstmal empfehlen, deinen Namen zu ändern. Ja, Gadgets klingt Standard, die 24 danach ist ebenfalls sehr Standard. Das heißt, der Name muss umgeändert werden. Wenn wir schon mal auf die Startseite schauen, personalisierte Produkte, toll, verkauft sich gut, vielleicht von Etsy das Produkt hier. Wir nochmal genauer schauen, was mir schon mal nicht passt, ist das Logo. Das Logo ist zu bunt. Du kannst hier keinen Übergang der Farben machen. Das passt absolut nicht in ein Logo. Ein Logo muss immer minimalistisch, einfarbig sein und das muss sofort hier oben geändert werden. Gratis Versand, da lässt du, also ist eine gute Idee, aber eventuell schreibst du Gratis Versand heute rein oder Gratis Versand innerhalb der nächsten 24 Stunden. Machst vielleicht nochmal einen Timer rein, aber nur Gratis Versand hört sich einfach billig an. Ja, das heißt, es geht auch immer, wenn ein Shop anfängt, um ja, das Image natürlich, um das Branding. Und das Branding ist ja absolut nicht. Verfolgt deine Bestellung. Ja, das ist noch cool. Irgendwie sieht halt billig designed aus, aber ist cool. Und hier brauchst du mehr Abstand, aber ist cool. Was ist das hier? Unnötig. Zweimal dieselbe Marketing-Message. Unnötig. Wonach suchen sie? Passt, aber er muss im nächsten. Oder muss. Ja, okay. Nee. Der perfekte Namenseingang für dein Haustier. Wonach suchen sie? Marketing-Message passt nicht zusammen. Entweder du siehst oder du duzt. Das sind Kleinigkeiten, die sich aber immer auf eure Conversion-Rate auswirken. Ja? Das heißt, die Marketing-Message, der Shop muss ein Ganzes sein. Das Branding muss durchwegs das Gleiche sein. Entweder duzt die Leute und sagst, hey, mein Freund, guck mal, wir haben ein geiles Produkt hier, nimm mit, heute noch reduziert, kommt schnell bei dir zu Hause an. Oder du bist ein riesengroßer Konzern vom Branding, ja, und sagst, ich habe ihre perfekten Produkte da. Aber beides mischen geht nicht. Das sind Kleinigkeiten, die sich einfach, wenn auch indirekt, auf den Kunden auswirken. Du bist abgestempelt als unprofessioneller Shop und das war's mit deiner E-Commerce-Karriere. So, schauen wir mal die ersten Produkte an. Hundeanhänger, Elektronikzubehör, Kosmetik, nochmal Anhänger. Das Branding ergibt jetzt absolut gar keinen Sinn mehr. Nee, ein General Store. Wir haben gerade so viel über Branding gesprochen. Was du jetzt machst ist... Oh, was ist denn das? Ja, das muss auf jeden Fall auch weg. Leute, achtet ein bisschen auf das Branding. Ihr seid ein Online-Shop. Die Leute müssen ihre Kreditkarte hier PayPal eingeben. Die Leute müssen Geld bei euch ausgeben. Bezahlt durch Performance-Marketing abermale Euros, dass Leute auf eure Seite klicken. Und da sollte die Seite, wenn auch nur minimalistisch, gut ausschauen. Das heißt, das hier weg, was ist denn das überhaupt? Das hier weg, das, du kannst alles hier unten lassen, das passt. Ja, hier unten passt es, aber das hier alles, das muss einfach weg. Ihr müsst mit Branding arbeiten. Ihr habt, ein Shop hat irgendwo auch ein Image und den verlierst du hier momentan, wenn du einfach solche Funktionen machst. Vielleicht ist das auf Mobile, ja, aber immer noch unnötig, ja. Also, wenn wir schon beim Branding sind, der Sache, die mich von Anfang an auch gestört hat, ist das Farbschema. Warum benutzt du Gold? Warum? Gold, Farbe, Marketing. Für was steht die Farbe Gold? Die Farbe Gold-Gelb breitet sich sinnbildlich aus und strömt. Gold-Gelb ist präsent, luxuriös und extravagant. Es erinnert an Gold und Reichtum und symbolisiert Macht, Fülle, Energie und Stolz. Im Gegensatz zum schrillen Lauten Intellekt von reinem Gelb steht Gold-Gelb für Weisheit, die etabliert und überlegen ist. Was hat das mit deinem Branding zu tun? Warum willst du luxuriös sein, wenn du Hundeanhänger verkaufst? Ich stell dir mal die Person vor, die Hundeanhänger verkauft, kauft. Ich habe einen Hund, aber ich kaufe keine Hundeanhänger. Das ist Fakt. Wer kauft Hundeanhänger? Leute, die über 30 eventuell sind. Ja, du musst ein klares Kundenbild haben und ausgehend von deinem Kundenbild oder Leute über 40, Frauen über 40 beispielsweise. Und ausgehend von deinem Kundenbild musst du den Shop machen. Statt hier Gold zu benutzen, würde ich eine andere Farbe benutzen, ja, die viel besser
in dein Branding und in deine Produkte passt. Aber jetzt kommt das nächste Problem, was ihr Dropshipping General Store Leute alle habt. Ihr habt gar kein Branding, ihr habt gar keine klare Unternehmensstruktur. Ich weiß nicht, für was deine Marke steht. Einerseits verkaufst du Hundeanhänger, andererseits verkaufst du Elektronik und Zubehör. Es ist klar, dass du keine Farbe für dein Marketing machen kannst, denn du hast gar keine Brand. Das heißt, viele Sachen, die ich hier sage, die kannst du gar nicht machen, denn du weißt selber nicht, wofür deine Brand steht, weil dein Dropshipping Coach da draußen sagt oder du in einem Dropshipping-Video gehört hast, pack alles in einen General Store rein, schalt Werbung da drauf, aber es wird nicht performen. Es wird einfach nicht performen. Ich bin es leid, immer wieder zu erwähnen, denn ich will einfach, dass ihr Umsatz macht. Guckt mal, Hundeanhänger, Elektronikzubehör. Für Elektronikzubehör reden, ich schau mal, wir sind jetzt. Immer wenn ich das sage, werde ich als Boomer abgestempelt. Aber schau, reden wir mal darüber. Du hast jetzt eine Ad. Du kannst erstens nicht mit No-Interest-Targeting arbeiten, ja. Das heißt, du musst einerseits irgendwie Elektronik targeten, andererseits targetest du Hunde mit auf einmal, andererseits targetest du, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace mit, weil du noch Kosmetik verkaufst. Das heißt, du targetest viele verschiedene Sachen mit, ja. Jetzt gehen wir mal davon aus. Jemand, der 40, 45 ist und jetzt einen Hundeanhänger möchte, landet gleichzeitig bei einem Reinigungsstift für Elektrogeräte. Warum? In welchem Universum meinst du, dass der beides in einen Warenkorb legt? In welchem Universum meinst du, dass sich das positiv auf deinen Pixel, positiv auf deine Google Ads, auf deine Facebook Ads, auf alles auswirkt? Und warum sollte man nicht einen Shop haben, der ein gewisses Branding verfolgt und in diesem Shop dann die Produkte antestet? Mal abgesehen von der Lieferzeit, mal abgesehen von allem Möglichen, was noch gegen Dropshipping General Store spricht. Warum sollte man so einen Shop machen? Ich finde keinen Grund dafür und ich würde schleunigst empfehlen, beispielsweise, ich gebe dir zwei Tipps an dieser Stelle, entweder dich nur auf Elektronikzubehör zu konzentrieren, einen Shop daraus zu machen, wie, keine Ahnung, Elektro, Doc, keine Ahnung, irgendwas, makeyourlifesimple.com und dann nur auf Elektronik zu spezialisieren, die richtige Farbe zu implementieren und dann nur Elektronikprodukte anzutesten im Dropshipping. Oder ich empfehle dir, mit schnelleren Lieferzeiten nochmal mitzuarbeiten und Print-on-Demand einfach anzutesten und mit Print-on-Demand dir eine Nische auszuwählen, beispielsweise das hier, das ist eh ein Print-on-Demand-Produkt. Ach, hier sind all deine Produkte. Das ist eh ein Print-on-Demand-Produkt. Schau mal, das Produkt hat Potenzial. Ich kenne das Produkt und das Produkt verkauft sich, ja. Was sich jetzt aber nicht verkauft ist, sorry, falsches Wort, was nicht profitabel sein wird, ist, dass ein Kunde, der das mag, statt dass er das noch sieht, Autoschlüssel sieht, eine Make-up-Tasche und ein iPhone-Leder-Wallet mit MagSafe. Und dazu noch eine Schminkbrille. Das heißt, das Branding macht keinen Sinn. Ich bitte euch, das macht absolut keinen Sinn. By the way, ich werde ein Live-Webinar machen. Erster Link in der Beschreibung. Du siehst den nächsten Termin für mein Live-Webinar. Wenn ihr Lust habt, mal wirklich unternehmerisch über E-Commerce zu reden und darüber zu reden, wie ihr Umsatz macht mit eurem Shop. Nicht nur Umsatz macht, aber auch Gewinn macht. Ja, weil das wird vielleicht Umsatz machen, aber nie im Leben Gewinn. Da gebe ich dir ein Siegel drauf. Du wirst Verkäufe machen, aber niemals Gewinn, weil deine ganze Business-Struktur macht gar keinen Sinn, dass das Produkt Gewinn machen sollte. Und ich sage es dir bloß, weil du jetzt nicht deine nächsten 2 Monate mit dem Shop verschwenden solltest, sondern was Neues machen solltest. Und dadurch, dass du was Neues machst, wieder neue Emotionen oder neue Emotionen frei hast, neue Power frei, um doch nochmal E-Commerce zu probieren, weil du hast aus einem Grund E-Commerce gestartet, oder vielleicht aus mehreren Gründen, die ich nicht kenne, aber viele Leute starten E-Commerce, weil sie Geld verdienen wollen, weil sie von ihrem Job weg wollen, weil sie finanziell frei sein wollen, etc., etc., die Liste ist lang. Und mit diesem Shop wirst du das nicht erreichen. Ich empfehle dir schleunigst, vielleicht die Haustierketten und das Hundegeschirr in einen separaten Shop zu packen, das Branding dann nur für Hundebesitzer zu machen, Print-on-Demand-Produkte mit reinzunehmen, wie T-Shirts, Hoodies, etc. Warum? Textil ist die größte Branche im E-Commerce, sie haben über 16 Milliarden Umsatz von 80 Milliarden Umsatz, ist nur im Textilbereich. Darum empfehle ich dir, in diese Richtung zu gehen, statt deine Emotionen hier in solch ein Projekt zu investieren. Darum klickt auf den ersten Link im Webinar in der Beschreibung und nimmt an meinem Webinar teil. Zu dem Shop kann ich jetzt nur noch Folgendes sagen. Du musst dir klar über dein Branding sein. Ja? Das passt von vorn bis hinten nicht. Die Produkte spielen alle gegeneinander. Du wirst es nicht schaffen, so groß wie Amazon zu sein, und du wirst immer mehr Umsatz machen, wenn du gute Produkte in einen Shop machst. Und um das letzte Argument zu zerstören, was Dropshipper sagen, ja, ich teste viele Produkte in einem General Store an und dementsprechend, was gut läuft, daraus mache ich dann einen einzelnen Store.
Kannst du machen, aber du kannst auch nur Hundeprodukte in einen Hundeshop antesten und da das Branding aufrechthalten und für jeden Cent, den du in Werbung investierst, viel, viel mehr Geld am Ende des Tages reinholen. Schick das Video deinem Dropshipping-Coach deines Vertrauens und hör dir seine Meinung dazu an. Also, Gadgets24, ich empfehle dir, schleunigst dein Business umzuändern und daraus ein richtiges Business mit Potenzial zu machen, denn der Shop hat kein Potenzial und du verschwendest deine Zeit. Hier, bitte ändere das Ganze um. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Hat mir Spaß gemacht, euren Shop genau unter die Lupe zu nehmen und bis zum nächsten Video. Ciao.